Das ist die Königin. Hallo miteinander. Hallo Königin. Ich habe beschlossen, einen Preis zu verleihen. Und zwar an die Person, die am härtesten arbeitet im ganzen Land. Ich frage mich, wer das wohl ist. Also du bist es ganz sicher nicht, Schatz. Und die Person, die in diesem Land am härtesten arbeitet, ist Frau Mümmel. Oh. Frau Mümmel verkauft Eis. Sie hat einen Schrottplatz. Sie fährt den Zug und das Feuerwehrauto. Sie fliegt den Rettungshubschrauber und sitzt im Supermarkt an der Kasse. Puh, war das ein langer Tag. Oh, was wollt ihr denn alle hier? Frau Mümmel, für Sie ist heute ein ganz besonderer Brief gekommen. Aufmachen! Frau Mümmel, bitte kommen Sie in meinen Palast. Sie bekommen einen Orden für Ihre viele Arbeit. Bringen Sie Freunde mit. Alles Gute, die Königin. Frau Mümmel ist in Ohnmacht gefallen. Ich kann nicht zur Königin. Dafür habe ich viel zu tun. Ganz ruhig. An dem Tag wird niemand arbeiten. Die Königin hat ihn zum Feiertag erklärt. Es ist soweit. Frau Mümmel besucht die Königin. Pippa und ihre Freunde kommen mit. Wir fahren zur Königin. Wir fahren zur Königin. Pika, Königin. Wir fahren zur Königin. Wir sind da. Das ist der Palast der Königin. Hallo. Ist jemand zu Hause? Guck mal all das vornehme Zeug an. Aber nichts anfassen hier. Ups. Was für ein großes Haus. Da hat die Königin viel Platz zum Fußballspielen. Wo ist die Königin? Königin, Königin. Sind Sie zu Hause? Hallo? Haben Sie zufällig die Königin gesehen? So eine alte Dame mit einer Krone auf dem Kopf. Ich bin die Königin. Frau Mümmel ist wieder in Ohnmacht gefallen. Hallo, Frau Königin. Aber wo ist denn Ihre Krone? Die trage ich nicht so oft, weil sie sehr schwer ist. Sind Sie der Chef von der ganzen Welt? Nicht ganz. Sagen Sie den Leuten, was sie machen sollen? Manchmal. Können Sie auch Lehrer verschwinden lassen? Oh, so viele Fragen. Die Kinder sind sehr aufgeregt, Sie zu treffen, Eure Majestät. Ich bin aufgeregt, Euch zu treffen. Und jetzt zu Frau Mümmels Orden. Oh. Das ist der königliche Orden für fleißige Arbeit. Danke. Machen Sie weiter so. Frau Mümmel, ein dreifaches Hoch. Hip, hip. Hurra! Hip, hip. Hurra! Hip, hip, hip. Hurra! Und jetzt feiern wir im Garten. Sie haben aber einen schönen großen Garten, Frau Königin. Spielen Sie hier den ganzen Tag? Ich habe leider nicht viel Zeit zum Spielen, nein. Wie schade. Meine Güte, eine Matschepfütze. Macht nichts, wir können ja dran vorbeigehen. Man kann an einer Matschepfütze doch nicht vorbeigehen. Nein? Nein, da muss man reinspringen. Oh, verstehe, das macht bestimmt Spaß. Also dann bin ich jetzt dran. Stopp! Bevor Sie in eine Matschepfütze springen, müssen Sie Gummistiefel anziehen. Eure Majestät. Oh weh, die Königin hat ihre Gummistiefel nicht an. Die Königin liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen.